Mini-Event ist auf dem Live-Server und damit meldet sich der Prägerer zurück aus der Welt von Drakensang Online. So, und zwar geht's beim Mini-Event jetzt los mit einem kleinen Tutorial, weil wir schon ein paar gefragt haben, wie man das jetzt relativ schnell durchbekommt. Also für die 1909 habe ich jetzt 10 Minuten gebraucht und da denken sich natürlich die Leute, wie 10 Minuten für 1900 Event-Fortschritt? Ich habe da eine Methode gefunden für alle, weil es gibt ja im Shop offiziell ja diese großen Buffs nicht mehr. Es gibt hier den Buff für goldene Hundemarken und den für normale Hundemarken. Jeweils Stapelgröße um 1 erhöht. Da gibt es aber jetzt dann die Möglichkeit. Ich habe mir jetzt dann vorhin einfach sowas gekauft. Meine, so viel Draken habe ich jetzt nicht. So einen kleinen Wanderbeutel des Klempners. Ich kaufe jetzt dann einfach mal einen. Kostet ca. 200 Andermant, aber hat man mit dem Mini-Event doppelt wieder drin. Wenn ich den jetzt aufmache, können da zu einer relativ hohen, ich sag mal 80%igen Chance, dieser Buff drinnen sein. Salami-Käsebrot. Erhöht gefundene goldene Hundemarken um jeweils 10 und dann sind sogar noch diese Essenzen drinnen. Gegengift-Essenzen, normale, ich glaube, da können sogar die großen drinnen sein. So, und was machen wir mit denen jetzt? Also, man sieht hier schön, der Buff geht nur 10 Minuten, das heißt, hier ist wirklich Eile geboten. Also ich habe in meinem Fall dann einfach mal voll auf Run Speed geskillt und noch einen Begleiter reingetan, der was mehr Laufgeschwindigkeit gibt. Hier geht jetzt dann rein nur um Laufgeschwindigkeit, alles andere ist egal, man könnte auf jegliche Stats total verzichten. Man sollte doch nur um die 10.000 Grundschaden haben, weil sonst wird es doch etwas in die Länge gezogen und das rentiert sich nicht. Und man sollte genug Schlüssel haben. Ich habe hier jetzt an 110 Schlüssel, wenn ich das jetzt ausrechne. 110 durch 12, das heißt, ich kann 9,1 mal in 10 Minuten hier rein. Ich zeige das Ganze jetzt einmal vor, ohne den Buff zu aktivieren. Und dann später einmal mit Buff. Also man geht hier auf normal rein. Lauft so schnell es geht hier bei den Ratten vorbei, dann sind hier Monster, die können nur mit diesen Essenzen gekillt werden. Und man sieht, die gehen jetzt dann hier relativ zügig, klatsch, klatsch, klatsch. Die fallen eigentlich alle One-Hit um, wie die fliegen. Also das war hier der erste Bereich, wo diese Monster auftreten. Was ist das? Aha, Mechanismus. Die machen hier so und so keinen Schaden. Dann ist hier der zweite Bereich, wo diese Spezialmonster auftauchen. Hier hinten kann auch immer so ein Miniboss spawnen. Den kann man ruhig mitnehmen, da braucht keine Spezialessenzen. Der droppt gelegentlich mal so ein paar schöne Edelsteinchen. Man sieht hier eigentlich wirklich schön, wenn ich, es droppt nicht jeder, aber im Schnitt von 10 Mobs droppen 8 die goldenen Hundemarken. Dann am besten hier schnell rauslaufen, schauen, dass man den Sprung oder Teleport übrig hat. Ach, den habe ich schon. Lauft hier weiter, am besten als Magier hier einen Wächter setzen, dass die alle abgelenkt sind. Der Laser macht den Rest. Mit den Reittier so schnell wie es nur irgendwie möglich ist, gehen wir hier zum dritten Bereich hin. Ui, der hat sogar 6 gedruckt, sehr schön. Wenn wir die drei Bereiche haben, sofort, am besten wenn man eine universelle Weltkarte hat, weil sonst ist man hier wirklich ein bisschen aufgeschmissen. Aber universelle Weltkarte sollte so ziemlich jeder schon haben. Schnell in die Stadt zurück aufsatteln. Dann mit dem Reittier so schnell wie möglich hier hin und dann das Ganze wiederholen.
Was ich vorher vergessen habe zu sagen, zum Beispiel, weil ich gerade Magier bin, für den Magier hier gibt es Teleport, erhöht Bewegungstempo eine Sekunde lang um 25%. Das kann man sich skillen und bei den Reittieren am besten etwas holen, wo man hier den Bewegungsbuff hat. Und einfach diesen 1er Buff auch noch aktivieren, einfach weil, wenn man es hat. Im Schnitt braucht man 3 von denen, das heißt 600 am Draken gibt man maximal aus, dass man 3 von diesen Buffs hat. So, dann gehe ich nochmal rein und wirklich, es ist wichtig zu sagen, diesen Buff wirklich nur direkt vor dem Mob aktivieren, weil ich meine, das hier vorne sind schon mal Meter. Von, diesmal von da nach da ist es in 10-12 Sekunden und die fehlen dann einen, also wirklich warten, bis man hier ist, Buff rein und dann geht schon die Post ab. Natürlich auf Schwierigkeitsgrad normal, weil auf allen anderen Schwierigkeitsgraden halten die Mobs zu viel aus. Hier kann man schön ein bisschen timen mit Gedankenkontrolle, Teleport, dass man nochmal ein Stück schneller ist. Im Schnitt braucht man 1,5 Minuten, wenn man mehr Laufgeschwindigkeit hat, natürlich ist man um einiges schneller. Aber man braucht immer über eine Minute, das heißt, man kommt auf keine 10 Runs, leider. Dann jetzt hier nochmal schnell raus zur Demonstration, hier kann eventuell der Boss spawnen, den kann man natürlich mitnehmen. Hey, falsche Taste. Der Laser macht einen Rest, dass die Ratten mich nicht angreifen und weiter geht's. Jetzt habe ich natürlich, nein, oh, das war ein Fehler, das sollte man natürlich nicht machen mit Gedankenkontrolle auf die Schlammdinger, weil sonst bin ich zu Verbündeten und das kostet extra Zeit. Jetzt habe ich leider vergessen, schauen wie viel ich vorhin hatte. Jetzt nehme ich noch einen Run mit auf und dann mache ich einen Cut. Das heißt, ich habe jetzt 2333, kann man sich schön merken. Beim Buff sind gerade nicht ganz 2 Minuten abgelaufen. Dann wieder rein und dann geht es wieder von vorne los. Und man sieht, hier oben haben wir einen Boss. Okay, die haben jetzt gerade überhaupt nichts gedroppt. Das ist schade. Dafür droppt ihr wieder schön, oder? Ja, so wie es sein sollte. Das hat uns alles gerade ein bisschen aufgehalten. Der Wurm interessiert uns nicht. Teleport Bug. Immer hier schön schnell, dann hier weiter. Die blauen Essenzen lassen wir ausnahmsweise mal liegen. Man sieht hier wirklich mit Dragon-Set, wer es hat, hat wirklich einen immensen Vorteil, weil das Ding einfach einen mal immer den Laser beschert, der was hier die Mobs wegschnetzelt. Das hier schnell für alle von der Gilde. Es tut mir leid, ich kann euch hier jetzt dann leider zum Boss nicht mitnehmen. Ui, Levi, weil der Buff läuft. Aber 2333 hatten wir, jetzt haben wir 2693. Das sind 350 Eventfortschritt in etwa. In einem Run. Jetzt mache ich aber einen kleinen Cut und dann sieht man sich bei der Endauswertung. So, da sind wir wieder und wir gehen in die Endrunde. Wir haben nur noch auf 33 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Wir bekommen eh nur die Anfangsmobs hin. Aber immerhin etwas.
Da oben haben wir wieder einen Boss. Schnell, 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 schnell. Lauf schneller. Mach, 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 mach. Ah, stirb, 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 stirb. Ah, gerade nicht, gerade nicht. Ach, lass du mich mal nach Ruhe. So. Jetzt kommen wir zur Endauswertung. Wir können uns erinnern, wir haben doch vorhin bei 2333 irgendwann mal auf die Uhr geschaut und jetzt ein paar Minuten später haben wir 1500 mehr. Uns fehlen nur noch 1000 Eventfortschritt bzw. 999. Und jetzt will ich mal die Resonanz durchgehen und zwar weg damit den Ratten. Im Mini-Event gibt es ja, mal ganz kurz rechnen, 140 plus 60 sind 200. Sind 300, sind 400 Draken. Das heißt, es gibt 400 Draken im Mini-Event und man gibt 600 aber aus, um diese Buffs zu bekommen. Aber ich meine wirklich, das Resultat lässt sich sehen. Man gibt zwar 200 Draken mehr aus, als man durchs Mini-Event reinbekommt, aber dafür muss man nur dreimal ins Mini-Event rein. Das heißt, man muss noch ein paar Schlüssel vorfarmen, so 230, 250 Schlüssel um den Dreh, den hat man in einem Abend mal und dann läuft man eine halbe Stunde und ist fertig. Im Vergleich, was es für eine Nerven kosten würde, man sammelt ewig die Schlüssel, läuft in irgendeine Map, sammelt die Items ein, dass man hier wieder die Gegengift-Essenzen bekommt, damit man wieder zu den Würmern oder sonst wo hin kann und das dauert dann ewig, auch wenn das Event jetzt 15 Tage geht, die Leute wollen die Season auch noch machen. Aber ich meine, für was muss man 10 Tage am Mini-Event hocken, wenn man es doch in der halben Stunde auch haben kann? Ja, hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen? Wer wird diesen Trick anwenden oder auch nicht? Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich bin gespannt und dann bin ich einfach mal raus und bitte einfach sagen, man sieht sich beim nächsten Mal.